Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine rechtschaffende Predigt anzunehmen bei Inquisitor Halabt in der Drachenöde an dieser Position. Ich befinde mich im Gefängnis von Wintergarde. Vorquest war die Sprache des Todes verstehen. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Ich bin aber davon überzeugt, das Video hilft euch auch in VOTLK Classic. Und man wird auch gleich sehen, wie man in dieses Gefängnis kommt, falls ihr das nicht wisst. Nun muss man jetzt hier ein bisschen abwarten, bis dieser Inquisitor seine rechtschaffene Predigt abhält. Es dauert ein bisschen, ja. Quest läuft. Nicht denken, dass sie verbuggt ist oder so. Nö, nö. Diese Predigt ist sehr lange. Ich glaube, der Typ steht schon ein paar Jahrzehnte da. Also, der hatte lange Zeit, sich diese Predigt zu überlegen. Und der Gefangene ist sowieso untot. Dem ist es wurscht. Er kann sprechen. Okay. Ich dachte, Ghule können nicht sprechen. Interessant. Aber eine Fußfessel hat er. Okay, der will was erzählen oder muss. Es geht um Kel'Thuzad. Okay. Oder? Es war doch Kel'Thuzad. Oder Tel'Zan. Okay, es geht um Tel'Zan, nicht um Kel'Thuzad. Ich habe noch zweimal gelesen, da dachte ich direkt, es geht um Kel'Thuzad. Aber nö, war falsch. Es geht um Tel'Zan. So, jetzt ist die Quest bereit zur Abgabe. Und hier seht ihr, wie ihr in dieses Gefängnis kommt, nämlich hier bei dieser großen Burg. Nach unten laufen. Und jetzt zeige ich euch noch, wo man diese Quest abgibt, wo man so unfassbar viel machen musste. Quest ist abzugeben bei Hochkommandant Harford Fürnban in der Drachenöde. In diesem Gebiet. Der patrouilliert hier ein bisschen. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht schaut ihr auch mal da vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!